Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Delta, heute nach unseren Ferien wieder mit neuen Folgen. Thema der heutigen Sendung, Angst. Der Motorrad-Stuntman Evil Knievel sprang mit dem Motorrad über 50 Autos, 13 Lastwagen und ein Becken hungriger Haie und landete auf einer Kiste mit Klapperschlangen. Plante noch im Krankenhaus, nachdem er aus einem 30-tägigen Koma erwachte, über einen Canyon in Idaho zu springen. All das machte er und hatte doch immer Angst vor seinen Sprüngen. Angst, sagte er einmal, das ist das 98-Oktan-Benzin für den Überlebenserfolg. Du musst wissen, wie du damit umgehst, wie du dich absicherst. Wenn du dein Leben riskieren willst, dann brauchst du Angst. Angst ist insofern ein Überlebensmotor. Angst warnt uns, macht uns kampf- und fluchtbereit. Sie lähmt nicht nur, sie lässt uns auch im richtigen Moment schneller laufen. Doch gelegentlich Angst zu haben, ist etwas völlig anderes, als unter einer Angststörung zu leiden. Nach einer neuen Studie der Ruhr-Universität Bochum, die vor kurzem veröffentlicht wurde, leidet jeder 10. Mensch in westlichen Industrieländern an Angststörungen. Das sind in Deutschland fast 8,5 Millionen Menschen. Appetitmangel, Atemnot, Herzrasen, Schwindel, Konzentrations- und Schlafstörungen bis hin zu Organschädigungen sind die Folge, die gelegentlich nur schwer von Depressionen zu unterscheiden sind, die im Umfeld einer Angststörung auch auftauchen können. Nach einer Angstattacke bleiben meist Erschöpfung, vor allem eine massive Verunsicherung übrig, die weitere Folgen hat, die Angst vor der nächsten Angst. Inzwischen weiß man, dass derartiger Stress das Gehirn verändert und im Extremfall sogar zerstört. Seit dem Jahr 2000 haben Angststörungen bei uns um 27% zugenommen. Dass das so ist, hängt auch mit sozialen und ökonomischen Entwicklungen zusammen. Politik ist in ihrer immer deutlicher werdenden Ohnmacht, die sich ja nicht nur in Katastrophenfällen wie derzeit in den USA zeigt, sondern immer mehr auch im Alltagsgeschäft im Bundestag sichtbar wird, stillschweigend, aber zunehmend zu einer Form gesamtgesellschaftlicher Angstverwaltung geworden. Und Politik schlägt auch Kapital aus dieser Angst. Benedikt Maria Mülder über das politische Geschäft mit der Angst in Zeiten des Wahlkampfs. Das politische Geschäft mit der Angst. 1000 Arbeitsplätze verliert Deutschland jeden Tag. Vor allem im Wahlkampf schüren Parteien die um sich greifende Verunsicherung. Schneller wirtschaftlicher Wandel stellt mehr als die lange sicher geglaubten Besitzstände in Frage. Existenzverlust droht auch den besseren Kreisen, also allen. Was bedeutet Angst für die Kundschaft in einem Berliner Jobcenter? Die Zukunft ist schon die Angst. Und hier ihr Leben zu müssen, wie gesagt, das ist das Bedauerlichste. Also so frustriert habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, eher ängstlich, also, dass man nicht bekommt oder ja, weiter vom Amt leben muss oder so. Keine großen Hoffnungen mehr. Dass ich mich ein bisschen verloren hier fühle. Niemand sonst in Europa fürchtet die Arbeitslosigkeit so sehr wie die Deutschen. Die Gegenwart des Terrors, im Juli die Bombenattentate im Herzen Londons, im letzten Jahr in Madrid, verstärkt Ängste und Ohnmachtgefühle in uns. Die Zweifel an den Sicherheitsgarantien des Staates wachsen. Die Politik aber suggeriert Stärke, setzt dort auf die Rationalität des Politischen, wo sie in Wirklichkeit machtlos ist. Ich habe neulich London besucht, spüre das, was ich in der Stadt nach den Anschlägen vollzogen hat, aber ich lasse mir mein persönliches Leben davon nicht bestimmen. Ich bewege mich frei. Angst ist kein Analysator. Angst vernebelt die Sinne, Angst verdeckt die Möglichkeiten des Intellekts und deshalb gehört eine nüchterne Analyse dazu und ein Stück Unerschrockenheit, die muss man haben. Angst ist, glaube ich, und Furcht ist etwas, was Politik nicht wirklich menschlicher macht. Es macht den Politiker menschlicher. Und jeder Politiker ohne Emotionen ist ein schlechter Politiker. Aber da, wo wir handeln müssen, da, wo es um Regierungsentscheidungen, wo es um Gesetze geht, da sollte man sehr genau prüfen, was ist rational vernünftig. Um der Angst Herr zu werden, verlangen vor allem Sicherheitspolitiker immer neue Maßnahmen. Vorbeugung und noch mehr Kontrolle sind das Gebot der Stunde. Mit verfeinerten technischen Methoden die Gefahr bannen. Das Diktat der Angst führt zum Verlust der Freiheit, mahnen Kritiker. Ich glaube, dass das ein Stück Selbstbetrug ist. Denn viele schlagen ja jeden Tag ein neues Gesetz vor. Der Sicherheitsgewinn für das Land wäre schon, wenn die bestehenden vollzogen, ausgefüllt werden können. Ich finde, jeder Politiker, und da nehme ich mich nicht aus,
und jede Politikerin. Also steht in der Gefahr, hier Dinge zu instrumentalisieren. Das sollte man sich auch immer wieder bewusst machen. Ich halte es für falsch und verantwortungslos, weil man damit die Spirale sozusagen auch immer weiter dreht. Wir müssen schon von Politikern Besonnenheit erwarten und dass sie, bevor sie etwas ändern, auch nachdenken und prüfen. 6 Millionen neue Schulden pro Stunde. Je plakativer, umso wirkungsvoller die Botschaft, wissen die Wahlkämpfer. Sie setzen auf Panikmache. Deutschland ist ärmer und kälter geworden. Dann werden sie Deutschland in den Untergang führen. Arbeitslos werden, weil Fremdarbeiter in die Arbeit. Dem Schwarz-Weiß der Opposition setzt die SPD ihren amtierenden Kanzler, die personifizierte Allmacht des Staates, entgegen. Wir packen an. Weil jedoch die Grenzen staatlicher Handlungsfähigkeit erreicht sind, produziert Politik neue Ängste. Politik muss es schaffen, das Problem nicht zu verharmlosen, zu sagen, jawohl, wir haben Massenarbeitslosigkeit und jeder weiß, jeder Politiker, der was anderes verspricht, lügt. Jeder weiß, dass das nicht kurzfristig wegzukriegen ist. Wir sind als Politiker überfordert, wenn wir das Glücklichsein aller Menschen versuchen zu garantieren. Das wird nicht gehen, aber dass wir uns für Arbeitsplätze verantwortlich fühlen, das finde ich schon. Und dass wir Rahmenbedingungen schaffen, so dass wieder mehr Arbeit in Deutschland bezahlt werden kann, das ist etwas, was wir machen müssen. Es gibt ja politische Wettbewerber, die sagen, wir können das alles regeln. Es gibt keinen Staat, der für die Menschen mehr tun könnte als sie selbst. Wir können auch nicht hinter jede Säule einen Polizisten stellen. Wir leben in einer offenen Gesellschaft. Das, was mit freiheitlichen Gesellschaften verbunden ist, ist immer auch mit Risiken verbunden. Angst durchdringt den Alltag. Armut, Arbeitslosigkeit und Terror zersetzen soziale Bezüge und Solidarität. Sie untergraben das Fundament jedes Einzelnen. Der Traum der offenen Gesellschaft von der Kommunikation aller mit allen wird zum Albtraum. Durch die Medien sind die Gefahren allgegenwärtig. Das subjektive Bedrohungsgefühl wächst. Kann die Politik mit einer Demonstration der Stärke Vertrauen zurückgewinnen? Ich glaube, dass manche Menschen auch orientierungslos sind und noch mehr Angst bekommen, wenn auch die Politik den Eindruck erweckt, als wüssten wir überhaupt nicht, wo wir hinwollen und vielleicht sogar sich zu schade, zu fein dafür ist, vielleicht auch davor Angst hat, Selbstführung zu übernehmen. Das gehört zum Geschäft einer Fraktionsführung. Das geht oft so, wie wenn man bei der Bahn früher einen losgerissenen Waggon wieder stoppt. Da heißt es auch, mit der Lokomotive entgegenfahren, fliehen, auffangen, abstoppen und dann bremsen. Mit dem Verlust des Gefühls von Schutz und Sicherheit wachsen die Ängste. Wird Angst und ihre Bewältigung also zu einem zentralen Steuerungselement der Politik? Dann stelle ich Ihnen mal die Gäste der heutigen Sendung vor. Im Studio begrüße ich zunächst Gerald Hüther. Schönen guten Abend. Leiter der Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung an der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen, einer der international führenden Forscher auf dem Gebiet der Erforschung des Zusammenhangs von Gehirn und individuellen Erfahrungen, sozialen Strukturen und Verhaltensweisen, auch im Zusammenhang mit Angst. Weiter begrüße ich Michael von Brück. Schönen guten Abend. Guten Abend. Professor für Religionswissenschaften an der Universität München. Neben seiner Forschung im Bereich Buddhismus, Christentum und Hinduismus ist er außerdem Yoga- und Zen-Lehrer. Und als Dritten freue ich mich, Detlef Clausen begrüßen zu können. Schönen guten Abend. Er ist Professor für Gesellschaftstheorie, Kultur- und Wissenschaftssoziologie an der Universität Hannover, unter anderem Kenner der sogenannten kritischen Theorie, also Adorno und Horkheimer. Und Sie merken, auf die Vorstellung von Büchern habe ich verzichtet. Die finden Sie nämlich alle im Internet unter unserer Adresse www.dreisat.de/delta. Herr Clausen, wir haben es ja eben im Film gesehen. Ist das übertrieben oder hat Angst tatsächlich eine zunehmende Bedeutung in der Politik? Ich glaube, Angst hat schon seit langem eine Bedeutung in der Politik. Nur, dass sie heute, glaube ich, gar nicht mehr so im Zentrum der Menschen selber steht, dass die glauben, dass durch Politik eine Antwort auf ihre Ängste gefunden werden kann. Sondern ich glaube, dass die Angst, und das darf man nicht pathologisieren, die Angst durchaus auch etwas Reales, vor etwas Realem warnt. Und die Angst erinnert eigentlich an einen Zustand von Hilflosigkeit.
und ein Zustand von Hilflosigkeit, der durchaus real ist. Mhm. Nämlich, dass in dieser gesellschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, obwohl wir uns auf einem sehr hohen Lebensstandard bewegen, oder vielleicht gerade deshalb, weil wir uns auf einem sehr hohen Lebensstandard bewegen, es einem doch zunehmend bewusst wird, wie abhängig man ist. Man ist nicht nur abhängig alleine von seinem eigenen, dem Verfall des Körpers, sondern man ist auch abhängig von dem Zusammenwirken der Gesellschaft. Und dieses Zusammenwirken der Gesellschaft, das ist allerdings sehr gestört. Und trotzdem haben sich ja, weil Sie das eben ansprachen, die Hauptängste im Laufe der Zeit geändert. Also ich habe das mal nachgeguckt. Im Moment ist die Hauptangst mehr Ausländer, der Wohlstand sinkt, das ist dann mit 45% zu wenig Geld im Alter. Wenn man das mal vergleicht, also da gab es eine Umfrage 1992, Hauptangst Nummer 1, zu viele Verkehrsunfälle. Das haben 53% gesagt, das sagen heute 27. Also wovor wir Angst haben, scheint auch ganz stark wirklich auch gesellschaftlich bestimmt zu sein. Naja, also da bin ich aber auch immer sehr vorsichtig, also mit diesen Fragen und den Antworten. Nicht oft kommt heraus, was man hineinfragt. Aber es ist sehr schön. Sie sehen, es gibt schon richtige Unterschiede dabei. Nicht? Das heißt, tatsächlich werden in der Öffentlichkeit und auch von der Politik werden für die Realängste Ersatzängste angeboten. Zum Beispiel Ausländer. Nicht? Dass die Ausländer in irgendeiner Weise irgendein Problem machen, das größer ist als das Problem, vor dem wir wirklich Angst haben müssen. Nämlich Angst haben müssen wir tatsächlich, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft nicht funktioniert, den man nicht einfach überwinden kann, sondern das ist ein sehr schwieriges Problem. Dafür gibt es keine Lösungen und auch die Politik hat ja dafür gar keine Lösungen anzubieten. Nicht? Sondern es wird nur so getan, als ob sie die Lösungen anbieten könnte. Und da sind die Menschen, glaube ich, schlauer, als sie meistens gemacht werden, auch in Umfragen meistens gemacht werden, dass sie diesen einfachen Lösungsangeboten in ihrer großen Mehrheit misstrauen. Wenn dieser Zusammenhang der Gesellschaft zerbricht, heißt das doch normalerweise, dass man sich versucht, irgendwie anders einen Sinnzusammenhang herzustellen, klassischerweise durch Religion. Man könnte vielleicht sagen, dass die Religion in ihrer institutionellen Gestalt selber ein Antwortversuch auf Grundängste sind. Nicht nur, dass Religionen um ihre eigenen institutionellen Interessen willen Ängste selbst geschürt haben, so ähnlich wie die Politik auch. Das ist ja bekannt, nicht wahr? Die Angst vor der Hölle, die Angst vor der ewigen Verdammnis und so weiter hat die Kassen klingeln lassen bei entsprechenden Ablässen und so weiter. Das ist in der ganzen Religionsgeschichte so, keineswegs nur in der christlichen. Sondern die Religion selbst als institutionalisiertes System von, sagen wir, Sinnsuche, Sinnfindung oder Orientierung ist eine Antwort auf die Grundängste des Menschen. Und hier würde ich vielleicht unterscheiden zwischen, sagen wir, Elementarängsten, die mit unserer biologischen Evolution verknüpft sind, Angst vor bestimmten Tieren, die mit dem Ekel verbunden sind und so weiter, die quer durch alle Kulturen, wenn nicht gleich, dann zumindest sehr ähnlich sind, und solchen Ängsten, die aus der Projektionskraft des Bewusstseins entstehen. Das Bewusstsein kann sich ja also Situationen vorstellen, kann aufgrund von Erfahrungen, was es gemacht hat, neue Kombinationen von Situationen herstellen, nicht wahr? Und die in die Zukunft projizieren. Alles, was Sie etwa gesagt haben, hängt ganz stark mit solchen Angstprojektionen zusammen. Die sind gesellschaftlich verschieden und die werden von den Religionen sozusagen eingefangen oder gebündelt, indem Religionen, ganz egal welcher Art sie sind, versuchen, eine Gesamtdeutung der Wirklichkeit zu geben. Das heißt also, das scheinbar Sinnlose meines individuellen Schicksals, meiner Krankheit, des Todes in meiner nächsten Umgebung, meines Versagens und so weiter, denn doch einzubinden in etwas, was Sinn ist. Oder sagen wir es ganz kurz, Religion ist Sinn finden, obwohl alle Dinge sinnlos erscheinen. Was sehen Sie denn für Zusammenhänge, Herr Hüther, zwischen Politik und der Angst, die wir haben? Wir brauchen ja alle Lösungen, um diese Probleme, die uns das Leben immer wieder stellt, zu bewältigen. Und da gibt es eigentlich nur diese drei Strategien, die uns da zur Verfügung stehen. Das eine, das ist das, was wir alle machen, wir eignen uns Kompetenzen an. Das ist wunderbar und damit kommt man auch relativ weit. Dann lässt sich aber auch zeigen, dass alle Lebewesen, die sozial organisiert sind, und dazu gehören wir ja nun mal, auch sehr viel Unterstützung erfahren können, wenn sie wissen, dass es andere gibt, die ihnen zur Seite stehen. Wunderschöne Experimente, sogar schon mit Affen, wo man sieht, wenn ein Affe alleine sitzt, hat er Angst. Wenn der Freund von ihm daneben sitzt, sieht das alles schon viel besser aus. Also dieses Vertrauen, dass, wenn man es alleine nicht schafft, andere da sind, mit denen man gemeinsam das Problem lösen kann, ist eine ganz wichtige Ressource.
Und die dritte, über die wir eben gesprochen haben, ist, dass es einem gelingen muss, sein Leben einzubetten in irgendetwas Größeres. Und je geringer diese Ressourcen entwickelt sind, je schwächer die ausgebildet sind in den Menschen, individuell, aber auch in einer ganzen Gemeinschaft, desto größer wird die Angst. Ja, offensichtlich haben ja die Angststörungen zugenommen. Jetzt ist ja die spannende Frage, warum haben die eigentlich zugenommen? Viele Leute sagen, die haben zugenommen, weil sich die gesellschaftlichen, ökonomischen Zustände tatsächlich dramatisch verändert haben. Würden Sie dem zustimmen? Die haben sich dramatisch verändert. Und zwar haben wir erstens größere Schwierigkeiten, sicher zu sein, dass die Kompetenzen, die wir uns einmal angeeignet haben, über eine längere Zeit auch wirklich valide sind, dass wir uns darauf verlassen können. Die Verhältnisse ändern sich sehr schnell und was man heute gelernt hat, ist unter Umständen morgen nichts mehr wert. Sehr viele Menschen befürchten, das haben wir in dem Beitrag auch gehört, in Arbeitslosigkeit zu geraten. Also ihre Kompetenzen, die sie sich angeeignet haben, eigentlich nicht mehr in die Gesellschaft einbringen zu können. Das heißt, auf der Ebene ist schon mal eine Schwächung. Auf der zweiten Ebene, das ist dieses soziale Beziehungssystem. In dem Maße, wie das immer mehr bröckelig wird, wie die Menschen sich gegenseitig nicht mehr trauen, wo das Vertrauen zunehmend schwindet, dass man gemeinsam Lösungen findet, ist die zweite Ressource abgeschwächt. Und die dritte, da will ich gar nicht länger drauf eingehen. Orientierungslosigkeit ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man als haltbietende Sinngebung bezeichnen könnte. Und wir brauchen, glaube ich, als Menschen so etwas. Wir müssen wissen, wo wir stehen und wozu wir auf der Welt sind. Könnte man denn sagen, Herr Clausen, dass ähnlich wie die Religion sozusagen mal entmachtet worden ist durch die Aufklärung als Garant von Sinn, Zusammenhängen und so weiter, inzwischen auch die Politik, ähnlich wie die Religion früher, entmachtet wird? Und wenn es so ist, was kommt dann? Ja, mein Lehrer Horkheimer hat mal gesagt, der Fußball. Das ist das Letzte, was es gibt. Das klingt zwar witzig, aber es ist durchaus ernst gemeint. Das ist eigentlich sozusagen nicht, was die Religion im Mittelalter in Europa gewesen ist. Das, was die Philosophie eine Zeit lang hat sein sollen, nämlich also in der Gestalt der Aufklärung. Alle diese Entwertungen haben stattgefunden, die sind entwertet worden. Und tatsächlich kann man auch sagen, dass ja die Politik selbst zu ihrer Entzauberung ganz erheblich beigetragen hat. Und da sind wir doch mitten im Gebiet dieser Selbstzerstörung, der Selbstzerstörung der Aufklärung. Und ich glaube, das ist, kann ich an das anschließen, was Sie eben gesagt haben. Nämlich genau dieses ist dieses Gefühl eigentlich im Grunde genommen, und dieses Gefühl ist gar nicht so falsch, dass die Kompetenzen, die das Ich sich angeeignet hat, dass die Kompetenzen nicht ausreichen, nicht mehr ausreichen, um das Überleben zu garantieren. Und da wird auch etwas bewusst, dass etwas nicht stimmt, sozusagen, und das war auch sozusagen die Selbstverblendung, im Auge der Aufklärung, nämlich dieses, dass das Ich sich tatsächlich durchsetzen kann, dass sie sich behaupten kann, die Natur beherrschen kann, sich selbst, das heißt das Subjekt selbst beherrschen kann. Und vor lauter Beherrschung ist es eigentlich im Grunde genommen ohnmächtig geworden. Das heißt auch nicht mehr wahrnehmungsfähig für die größeren Zusammenhänge, die es überhaupt erst ermöglichen. Das Ich sucht sich natürlich immer Zusammenhänge, in denen es auf der einen Seite sich individuieren kann, also wirklich besonders sein kann. Nicht erst in der modernen Individualisierung, auch in allen anderen Kulturen, die ich kenne, gibt es so einen Zug zum Individualismus. Gleichzeitig aber versucht das Ich natürlich Sicherheiten zu gewinnen, indem es sich A einbettet in Gemeinschaften, sei es der Familienverband, die Großfamilie oder eben dann eine Partei, eine Gewerkschaft, eine Kirche, ein politischer Rahmen. Und B, indem es sammelt, indem es also Versicherungspolicen sammelt, indem es materielle Güter sammelt, indem es auch geistige Güter sammelt, um sich irgendetwas von dem Verweile doch, du bist so schön, also etwas Dauer zu geben. Nun kann man ja aber sehen, dass in der europäischen Geschichte, um ganz zu schweigen von Indien oder China oder anderen Kulturen, auch in unserer Geschichte, wie wir es eben schon angesprochen haben, verschiedene Epochen gleichsam unterschiedliche Angstmuster erzeugen. Und es ist vielleicht etwas holzschnittsartig gesagt, wenn ich jetzt den deutsch-amerikanischen Philosophen, Kulturphilosophen und Theologen Paul Tillich zitiere, aber es macht diese dreistufige Angstanalyse, die er gegeben hat, doch etwas deutlich. Nämlich er sagt, in der Antike haben wir die Angst vor Schicksal und Tod. Im ganzen europäischen Mittelalter die Angst vor Schuld und Verdammung. Und in der Neuzeit, die mit
Jahr der Renaissance und dann vor allem der Aufklärung beginnt und heute natürlich noch weitergeht, die Angst vor Sinnlosigkeit und Nicht-Dazugehören und Orientierungslosigkeit. Das heißt, die Ängste sind immer da und ob sie mehr geworden sind, quantitativ ist sehr fraglich, aber sie verschieben sich entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklungsmuster. In der Antike das Unvorhersehbare, Schicksal und Tod, nicht wahr? Ödipus wird schuldig, ohne schuldig zu sein in unserem Sinne. Im Mittelalter ganz anders, die Angst vor dem Gericht, die ungeheuer stark war, man sieht das in den Totentänzen, man sieht das in den ganzen Bestattungsritualen, in der oft auch dann ins Hysterische gehenden Frömmigkeitskultur. Die Angst vor Schuld und Verdammung. Keiner kann eigentlich dem Anspruch, der aufgerichtet wird, vollkommenen Menschseins genügen. Er muss verzweifeln, wenn nicht die Gnade Gottes ihn erlösen wird. Aber ob dies geschieht, das hängt wieder an einigen Unwägbarkeiten. In der Moderne zerbricht das und der Mensch ist auf sich gestellt. Er muss sich sozusagen sein Gegengewicht gegen diese Ängste selbst zimmern. Und in dieser Individualisierung versagt der Einzelne. Und das ist, glaube ich, das moderne Problem. Also ob die Ängste zugenommen haben, ist in der Tat schwer zu sagen. Was man sagen kann, ich will nur mal kurz die Zahlen nennen, ist, dass man schätzt, dass das etwa 50 Milliarden ausmacht, Euro pro Jahr, an Kosten infolge von Angststörungen. Machen wir mal einen Schnitt. Unabhängig von gesellschaftlichen Strukturen, über die wir gerade gesprochen haben, gilt, dass für das Entstehen von Angstgefühlen und die entsprechenden Reaktionen im einzelnen Menschen der stammesgeschichtlich älteste Teil unseres Gehirns entscheidend ist, der das aus dem Riechhirn unserer Vorfahren entwickelte sogenannte limbische System. Besondere Bedeutung im limbischen System kommt der Amygdala zu, dem sogenannten Mandelkern. Er ist intensiv mit fast allen Hirnregionen verbunden, beispielsweise auch mit den Gebieten im Hirnstamm, die Hormone regulieren, aber auch mit der frontalen Kortexregion, also der Stirnregion, die vereinfacht gesagt einen großen Teil unseres rationalen Nachdenkens, vor allen Dingen also der bewussten Regulation ausmacht. Auch wenn Angst, vor allem die Zunahme von Angststörungen, ganz klar eine soziale und eine ökonomische Komponente hat, so erklärt das alleine noch nicht, warum manche Menschen empfänglicher für Angst und mentale Störungen sind als andere. Die individuelle Biologie der Angst spielt auch eine entscheidende Rolle. Über sie hat sich Nico Weber mit dem Psychiater und Angstforscher Boris Bandelow unterhalten. Angst ist ein Mysterium. Und sie hat viele Gesichter. Sie schärft unsere Sinne, mahnt uns zur Vorsicht. Trotzdem besiegt Angst mehr Menschen als irgendetwas sonst auf der Welt. Wenn alltägliche Ängste zum Alltag werden, macht Angst krank. Eine Krankheit, deren Bild von Irrtümern bestimmt wird. Angst muss keinen Grund haben. Nicht nur Schwache haben Angst. Und Angst ist nicht immer etwas Negatives. Wir müssen lernen, mit der Angst anders umzugehen. Wir müssen lernen, dass Angst so eine Krankheit ist wie die Zuckerkrankheit oder wie ein Schnupfen. Also wir müssen nicht in der Tiefe schürfen, wir müssen nicht in die Kindheit zurückgehen, um die Angst zu behandeln. Wir müssen lernen, dass psychiatrische Erkrankungen insgesamt, nicht nur die Angsterkrankung, Krankheiten sind, die man behandeln kann. 17 Millionen Menschen leiden allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Angsterkrankungen. Angst als neue Zivilisationskrankheit der Massen? Symptom der beschleunigten, industrialisierten Gesellschaft? Bandelow ist skeptisch. Angsterkrankungen aller Art hat es immer schon gegeben. Und mit der Enttabuisierung der Psychiatrie rückt die Angst immer mehr ins Zentrum der Wahrnehmung. Es gibt keine einfachen Antworten auf die Frage, woher kommt die Angst? Eine größere Rolle spielen zum Beispiel genetische Faktoren. Also wenn die Mutter schon eine Angsterkrankung hat, ist es relativ wahrscheinlich, dass die Kinder auch was davon abbekommen. Angst vererbt sich wie Sommersprossen oder Hammerzehen? Bisher konnte ein einzelnes verantwortliches Gen nicht identifiziert werden. Unbestritten ist allerdings der Einfluss biochemischer Vorgänge im Gehirn auf die Entstehung von Ängsten. Über 500 Arten sind in der Fachliteratur belegt. Von Ablutophobie, der Angst vorm Waschen, bis zur Zoophobie, der Angst vor Tieren. Wenn man alle Phobien benennen würde, würde die Liste, glaube ich, bei 10.000 noch nicht aufhören. Denn es gibt wirklich, es gibt kaum einen Gegenstand oder eine Situation auf dieser Welt, vor der man nicht eine Phobie entwickeln kann. Aber die Menschen entwickeln am häufigsten Angst vor Menschen, vor der Welt da draußen.
Sozialphobie gehört zu den häufigsten Erkrankungen. Diesen Menschen bleibt oft nur Einsamkeit und Isolation. Spezifische Phobien wie die Angst vor Spinnen sind uralt und tief im Menschen verwurzelt. Die Reaktionen Flucht oder Kampf stehen zur Wahl. Geht es nun um die Angst vor offenen Plätzen oder die Angst vor der Angst, vor der Panikattacke, vor der fehlenden Fluchtmöglichkeit? Viele leiden Todesqualen, sei es nun aus Furcht vor engen Räumen oder vor Höhe. Aber nur rund die Hälfte aller Angsterkrankten lässt sich behandeln. Man kann eine Verhaltenstherapie machen und man kann auch bestimmte Medikamente verwenden. Man kann auch aktiv dagegen angehen und wenn die Angst noch nicht so eine Form angenommen hat, dass sie also das Leben beeinträchtigt, da ist eben die Regel Nummer 1, du sollst nicht kneifen. Das heißt also, dass man sich den angstauslösenden Situationen stellt. Konfrontationstherapie und Psychopharmaka für das von Angst überschwemmte Ich, gequält von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Der Mensch im Lähmungszustand. Vielleicht muss man aber auch Vorurteile korrigieren, vor allem das Bild von der Angst selbst. Viele Leute kommen eben mit dem Gedanken in unsere Behandlung, dass sie auf die Lauer von ihrem Problem loskommen. Das heißt, sie erhoffen sich eine Therapie, die mit Entspannung zu tun hat. Nicht? Dann sage ich ihnen, Entspannung, das können sie vergessen. Eine Therapie ist mit Anspannung verbunden. Wird von ihnen was gefordert. Genauso wie sie nicht Italienisch lernen können, ohne Vokabel zu pauken. Oder wie sie nicht Skifahren lernen, ohne in den Schnee zu fallen. Angst, das ist das Schwindelgefühl der Freiheit. Wer sich richtig zu ängstigen gelernt hat, der hat deshalb das Höchste gelernt, schrieb Kierkegaard. Angst als Grundstimmung menschlicher Existenz. Treffen sich hier Philosophie und moderne Psychotherapie? Ausgerechnet, wenn sich die innere Welt in ein Chaos verwandelt und das Selbstgefühl zerbricht. Angst demütigt. Aber Angst hat auch andere Seiten. Man kann fast sagen, dass die Angst den Menschen bestimmt. Jeder Mensch reagiert, wie er reagiert, weil er irgendwelche Ängste hat. Das klingt sehr allumfassend, aber so ist es wirklich. Also jeder macht eigentlich das in seinem Leben, wohin ihn seine spezielle Form von Angst drängt. Wer Angst hat, mobilisiert Energien und vollbringt nicht selten herausragende Leistungen. Künstler, Wissenschaftler, Forscher werden nicht nur von ihren Ängsten geplagt, sondern auch inspiriert. Angst ist die größte Triebkraft, negativ wie positiv. Denn wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Ich hoffe ja trotzdem, dass mich nicht nur die Angst dahin gebracht hat, das zu machen, was ich jetzt gerade mache. Herr Hüther, kann man ein bisschen erklären, wie Angst neurobiologisch funktioniert, was da passiert mit uns? Ja, Sie haben es ja schon gesagt, die Amygdala geht dann an. Aber wenn man es ein bisschen genauer anguckt, muss man sagen, dass die Angst eigentlich dort losgeht, wo wir etwas bewerten. Und wir bewerten eigentlich Dinge aufgrund von Erfahrungen. Wir erleben was Neues, stellen das in Zusammenhang mit dem, was wir schon wissen. Und das findet, sagen die Hirnforscher dazu, im Frontalhirn statt. Das ist diese höhere Bewertungsinstanz. Und je nachdem, ob das zu bereits Bekannten passt, oder ob es eben im Widerspruch zu dem steht, was wir eigentlich an Vorstellungen schon haben, entsteht Unruhe, breitet sich gewissermaßen eine Erregung im Hirn aus und die erreicht dann tatsächlich diese tieferen Bereiche, also dieses limbische System, aktiviert die Amygdala und da dieses Gebiet Amygdala zuständig ist für die Regulation ganz vieler Körperfunktionen, kommt dann im Körper vieles durcheinander. Und dann muss man plötzlich aufs Klo und das Herz schlägt einem zum Halse und die Haare stehen einem zu Berge. Und dann weiß man, jetzt ist meine Amygdala angegangen. Die Verhaltensforscher sagen ja, wenn ich das richtig verstehe, Angst ist sozusagen erlernter Zustand und das kann man umschreiben, verändern. Kann man das? Also eigentlich ist es so, dass das Leben geht ja nur, indem wir auch Angst haben. Also es gibt Tiere, die haben einprogrammierte Instinkte und die würden dann immer in einer bestimmten Konfliktsituation so reagieren, wie es ihnen ihr Instinkt sagt. Die brauchen keine Angst. Wir müssen alles erst lernen
Wir müssen lernen, uns in der Welt zurechtzufinden. Und da hilft uns die Angst. Insofern, als wir feststellen, wo es geht und wie es nicht geht. Und immer dann, wenn wir eine Lösung finden für ein Problem, das uns am Anfang vielleicht auch sehr große Angst gemacht hat, dann werden im Hirn gewissermaßen die Verbindungen, die man benutzt, diese Verschaltungen, die man aktiviert, gebahnt und gefestigt. Deshalb lernt man eigentlich auch aus der Angst. Und man muss deshalb vielleicht wirklich, wie das Herr Bandelow gesagt hat, auch ab und zu hinfallen, damit man das Aufstehen wieder lernen kann. Wenn ich jetzt wieder auf die Politik komme, da fallen wir ja anscheinend oft genug hin. In der politischen Theorie wissen wir, es geht um Anerkennung, es geht um den ganzen Menschen, das ganze Reich der Ideen und so weiter, der politischen Vorstellung. Könnte man nicht sagen, Herr Clausen, im Grunde genommen ist Politik ein, ja, auf vielen Ebenen wirksamer gesellschaftlicher Mechanismus, um das Hirn anderer Menschen zu beeinflussen. Zum Beispiel auch, ihnen Angst zu machen. Gut, ich glaube, dass es zum Geschäft der modernen Politik hinzugehört und dass es auch so eine Überlegung war und eine Vorstellung war, dass die Politik sich selber als mächtig darstellen kann, dass es ihnen gelingt, den meisten Menschen Angst zu machen, eben auch da in Übernahme eigentlich im Grunde genommen und in Konkurrenz eigentlich zur traditionellen Religion, nicht, dass man sich als Herrscher aufspielen konnte. Aber ich denke, dass dieser Mechanismus doch langsam nicht mehr in dem Maße wirksam ist, wie es einmal war. Und dass sich das entkoppelt, gerade weil die Politik sich eben selber entzaubert. Entzaubert, dass sie die Macht nicht hat, diese Ängste tatsächlich zu beschwichtigen, weil die meisten Menschen doch ein Gefühl dafür haben, dass ihre Ängste mit etwas anderem zusammenhängen, dass sie auch woanders verursacht werden und dass die Angst durchaus etwas Produktives sein kann, dass die Angst sie warnen kann, sie auch warnen kann vor falscher Politik, sie auch warnen kann vor falschen Versprechungen. Und deswegen, glaube ich, muss man tatsächlich sehr fein unterscheiden zwischen Realängsten, also Ängste, die einen auf die Realität aufmerksam machen, und Ersatzängsten, mit der die Politik versucht, bestimmte Geschäfte zu machen, Menschen hinter sich zu bringen und zu gruppieren, aber eigentlich im Grunde genommen, indem sie ihr Denken ausschalten. Und wenn ich zu dem Film noch eben etwas sagen darf, da ist ja eigentlich die Gefahr im Grunde genommen, dass man etwas vermengt miteinander. Nämlich auf der einen Seite, tatsächlich gibt es Angsterkrankungen und die müssen auch als solche behandelt werden. Und das wäre ganz falsch, wenn man irgendwie sagt, ich gehe zu dem und dem oder sonst ist mir egal, ich will da gar kein mit Fachwissen haben. Aber sozusagen aus der Erfahrung dieser Krankheiten sollte man nicht auf das Ganze zurückschließen. Und das heißt sozusagen der Angst, irgendwie diesen, was viele Leute machen, der Angst einfach so einen pathologischen Charakter zu geben. Denn das wäre falsch und es würde uns eines wichtigen Instruments berauben, mit dem wir uns in der Welt bewegen können. Sicher. Sie sprachen die Realängste an. Die Schwierigkeit ist natürlich zu unterscheiden, was ist real und was ist nicht real. Das, was wir als reale Welt wahrnehmen, das ist ja produziert oder auch projiziert durch unser Wahrnehmungssystem. Also wir haben zum Beispiel Angst vor giftigen Gasschwaden, aber die nicht sichtbaren oder auch nicht riechbaren Phänomene des Elektrosmogs oder sowas, die nehmen wir nicht wahr. Also haben wir auch keine Angst davor. Wir sind, scheint mir, darauf programmiert, genetisch eine bestimmte Umwelt zu bewohnen und in dieser Umwelt dann auch mit Realängsten so zu reagieren, dass das System Mensch überleben kann. Aber in der modernen Gesellschaft, die sich nun von diesem naturhaften Eingebundensein sehr stark entkoppelt hat, kommen die Ängste auf uns in ganz anderer Gestalt zu. Also wir produzieren eigentlich durch unser gesamtes gesellschaftliches und ökonomisches System, durch die Technologie, Angstphänomene, für die wir keinen Wahrnehmungsapparat haben. Und wir spüren aber, entweder individuell selber oder durch die Medien oder durch andere Menschen entsprechend informiert, dass da Ängste da sind. Und wir verschieben dann diese Ängste gleichsam auf andere Felder, um mit ihnen umgehen zu können. Das scheint mir also heute sehr häufig auch in der politischen Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion eine große Rolle zu spielen. Dass wir das, was eigentlich die Realängste, ich sage jetzt mal, sein müssten, gar nicht wahrnehmen, nicht wahrnehmen können oder nicht wahrnehmen wollen. Und deshalb das Angstphänomen, wie auch in der Individualpsychologie, verschieben auf solche Angstgegenstände, die wir dann einigermaßen bearbeiten können oder mit denen wir jedenfalls manipulativ umgehen können. Macht es denn überhaupt für das Gehirn Sinn, zwischen Realängsten und anderen Ängsten zu unterscheiden? Ja, das macht natürlich für jeden von uns und natürlich auch für das Gehirn sehr viel Sinn, dass man dort versucht, ein Problem so wahrzunehmen,
und das so einzuordnen, dass man auch was tun kann. Also wenn ich an schwer traumatisierte Menschen denke, die eine Erfahrung gemacht haben, die sie gar nicht bearbeiten können, dann wird die abgekapselt. Dann wird versucht, dass man die irgendwo hintut. Und es entstehen dann sozusagen, es entsteht der Versuch, die Angst dorthin zu schieben, wo sie einigermaßen handhabbar ist. Und da haben Sie vollkommen recht, es gibt so angeborene Schemata. Also unsere Spinnenangst hat etwas mit solchen angeborenen Schemata zu tun, auch diese Furcht vor Schlangen. Und auf solche Gebiete kann man diese Ängste abschieben. Aber das ist ja eigentlich nicht das Problem, dass man es dorthin wegschiebt, sondern die Tatsache ist, dass es offenbar sehr viele Bedrohungen gibt, von denen wir inzwischen gelernt haben, dass sie real existieren, obwohl wir sie nicht wahrnehmen können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, dass natürlich nur derjenige so viel Angst hat, der aus irgendwelchen Gründen schwach ist. Also das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Es lässt sich ja nicht jeder von irgendeiner politischen Propaganda in Angst und Schrecken versetzen, sondern da werden ja spezifisch bestimmte Menschen angesprochen, die gewissermaßen dazu neigen, diese Ängste auch aufzugreifen. Da gibt es andere, die lassen sich davon nicht beeindrucken. Umgekehrt gefragt, was macht den Menschen stark? Also was macht den Menschen angstfrei? Das ist jetzt ganz gemein, wenn ich das sage, weil das, was den Menschen stark macht, scheint die Tatsache zu sein, dass es ihn im Laufe seiner Geschichte, im Laufe seiner Lebensgeschichte von klein an immer wieder gelungen ist, Probleme zu lösen, die eigentlich auf den ersten Blick Angst gemacht haben. Also er hat die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder Situationen gibt, die einen in ein Angstempfinden hineintreiben, und er hat dann aber auch gemerkt, dass es möglich ist, diese Angst zu überwinden. Und je größer das Spektrum ist, was ein Mensch sich da im Laufe seiner Lebensgeschichte hat aneignen können, ich glaube, umso stabiler ist er. Herr Wüther, wenn Sie von Problemlösungen sprechen, dann ist ja sicherlich nicht nur gemeint, dieses oder jenes kleine Problem meines Alltags zu lösen, sondern natürlich die Grundprobleme. Also die Grundprobleme des auf der einen Seite Gemeinschaftsbedürfnisses in der Ursprungsfamilie, also mit den Eltern, mit den Geschwistern in einem Verband sicher zu sein, gleichzeitig aber die eigene Individualität entwickeln zu können. Wie löse ich dieses Problem? Löse ich es in Vertrauen oder löse ich es eine durch überzogene Abgrenzung, die ich unter Umständen lernen muss, weil der Druck, die Machtausübung der Eltern zu stark ist und so weiter und so fort. Mir scheint, dass solche Muster, die also in der Kindheit gelernt werden, dann doch prägend sind. Prägend übrigens auch für ganze Kulturen über lange Zeiträume hinweg. Religionen sind eigentlich dann auch die Widerspiegelung solcher Prozesse. Es ist ja interessant zu sehen, dass zum Beispiel das gegenwärtige Problem, vereinzelt zu werden dadurch, dass man keine Arbeit hat und irgendwie ausgestoßen zu sein, wie wir vorhin in diesem Beitrag gesehen haben, ein typisch deutsches oder europäisches oder Problem der westlichen Industriegesellschaften ist. Während zum Beispiel in Indien, wie Sie wissen, habe ich viele Jahre da gelebt, dies überhaupt kein Problem ist, weil dort der Familienverband den Betreffenden aufnimmt und weil sich natürlich das Individuum nicht vornehmlich über die Arbeit definiert und über die Kraft, die es durch Arbeit bekommt, sondern es definiert sich anders, definiert sich zum Beispiel durch die Stellung im sozialen Verband, in der Großfamilie. Letztlich durch das völlige Vertrauen in eine kosmische Ordnung, die bei allem, was sie mir auch negativ antun kann, letztlich gut ist. Also letztlich in einer Welt zu leben, die trotz allem und trotz aller widriger Erfahrungen sich immer wieder als eine geordnete, gute, ja, im religiösen Sinne von Gott gewollte Welt erweist. Das läuft ja darauf hinaus, dass solche Sinnzusammenhänge offensichtlich eine große Bedeutung haben. Jetzt gab es neulich eine Studie der Universität Leipzig, Sie wissen das wahrscheinlich besser. Die haben gesagt, also traumatische Erlebnisse, mangelnde Zuwendung in der Kindheit führt dazu, dass unter Umständen möglicherweise endgültig Gehirnschädigungen auftreten, die irreversibel sind. Ja, es gibt mit Hilfe dieser modernen bildgebenden Verfahren natürlich die Möglichkeit zu schauen, was sich verändert im Hirn. Mhm. Und es ist natürlich so, dass wenn ein Mensch während der Kindheit durch eine schwere traumatische Erfahrung geht, dass der anfängt, seine gesamte Wahrnehmung und seine gesamte Reaktion auf Bedingungen, auf äußere Lebensbedingungen, auch seine Fähigkeit, mit anderen Menschen wieder in Beziehung zu kommen, auch seine Fähigkeit, Sinnzusammenhänge wiederherzustellen, das ist alles gestört. Mhm. Sodass dieser Mensch dann praktisch mit einer völlig anderen Lebensstrategie weitermacht. Der benutzt sein Hirn gewissermaßen auf eine ganz andere Weise. Und dass Sie dann am Ende auch Hirnstrukturveränderungen sehen, wenn man
im Laufe seines gesamten Lebens sein Hirn auf diese Weise anders benutzt, das ist eigentlich nichts Besonderes. Würden Sie denn sagen, dass zum Beispiel solche Sinnzusammenhänge oder veränderte Zugehörigkeiten zu Gruppen beispielsweise tatsächlich, krude formuliert, die Gehirnchemie verändern? Die Gehirnchemie sicherlich nicht, aber die Konnektivität, die Art und Weise beispielsweise, wie sich der rechte Kortex, der für das Erfassen ganzheitlicher Zusammenhänge zuständig ist, wie der sich verknüpft und wie intensiv der sich verknüpft mit dem linken Kortex, der eher für das analytische Denken zuständig ist. Das hängt davon ab, wie gut man das üben kann in einer Kultur und wie viel Gelegenheit man hat, in einer solchen Kultur dann auch diese Verbindung immer wieder herzustellen. Und da gibt es natürlich, das ist schön, dass Sie das so herausgestrichen haben, da gibt es Kulturen, die gewissermaßen mehr Ressourcen bereitstellen für die Menschen, um mit Ängsten umzugehen, und gibt es wieder andere, die weniger solche Ressourcen bereitstellen. Es ist ja interessant. Ich möchte noch mal auf den Beitrag zurückkommen, der vorhin gezeigt wurde, dass dort gesagt wurde, Angst und Fantasie hängen miteinander zusammen. Das ist sicherlich richtig. Und ich sagte ja vorhin, von diesen Elementarängsten unterscheiden müsste man solche Ängste, die eben mit unserer Fantasie, mit der Projektionskraft, dem Vorstellungsvermögen des Bewusstseins zusammenhängen. Aber es ist natürlich ja nicht nur die Angst, die durch die Fantasie produziert wird, sondern auch die Hoffnung. Also das ist das Thema, was ich immer gerne habe. Alles, was wir an Modellen entwerfen für ein schönes Leben, für ein gutes Leben, vielleicht auch für ein besseres Leben, je nachdem, hängt mit der Fähigkeit zusammen, sich eine Welt vorzustellen oder Verhältnisse oder Zusammenhänge vorzustellen, die anders sind als das, was ich im Moment erlebe. Natürlich ist das Material, aus dem diese Hoffnungen gebaut sind, wiederum konditioniert durch meine Kultur. Die Bilder, die Möglichkeiten sind nicht unendlich, sie sind vorgegeben, aber eine solche projizierte Welt, also die grundsätzlich, ich sag mal ganz abstrakt, die andere Möglichkeit, erzeugt Hoffnung, gleichzeitig aber natürlich auch die Angst, dass ich nämlich in dem, wo ich jetzt im Moment lebe, nicht ganz behaust bin. Das heißt, ich müsste das, was ich jetzt habe, verlassen, um in dieses Bessere, dieses Neuere, Größere zu kommen. Und das ist ein ganz typisches Angstphänomen, was wir schon in der frühen Kindheit haben. Das Kind muss die Mutterbrust verlassen, das Kind muss die Ursprungsfamilie verlassen, das Kind muss den Klassenverband verlassen, um in neue Zusammenhänge zu kommen, auf die es sich einerseits freut, andererseits aber Angst hat, weil es das Neue, das Unbekannte, das Ungewohnte ist. Aber je besser das klappt, je häufiger es einem Menschen gelingt, habe, ja, durch solche Übergänge, ja, durchzugehen, ja, ja, und dabei auch wirklich neu wieder sich einbetten zu können, umso mehr wächst das Vertrauen. Und Vertrauen ist tatsächlich genau das, das Instrument, mit dem man die Angst am besten bekämpfen kann oder mit dem die Angst auch unterdrückt. Und, also Angst, haben wir festgestellt, hat mit der Gesellschaft zu tun, ist aber auch an einen Körper und, das haben Sie auch betont, an ein Ich gebunden. Nach buddhistischer Lehre ist das Begehren dieses Ichs der Grund für sein Leiden. Und Begehren heißt zum einen, Herr von Brück hat das eben schon gesagt, etwas haben wollen, was man noch nicht hat, meint aber auch, dass das, was man einmal erreicht hat, nun unbedingt, dass man das unbedingt halten will und beginnt sich daran zu klammern. Auch das ist ja Begehren. Klar, dass jede Veränderung dann dem Ich auch Angst macht. Es versucht also, sich zu definieren, abzugrenzen, abzuriegeln, beispielsweise indem es sehr haltbare Vorstellungen und Begriffe von sich erschafft, die sich schließlich so verhärten und verkrusten, dass wir sie für Wirklichkeiten, für reale Dinge da draußen halten. Meditation weicht sozusagen diese Vorstellungswelt auf und lehrt loszulassen, um zur wahren Natur zurückzukehren. Aber ist das nicht bloße Theorie, Wunschdenken? Der Westen lässt bekanntlich nur das gelten, was empirisch beweisbar ist. Und erstaunlicherweise zeigt sich zunehmend, wie hilfreich und heilsam Meditation tatsächlich ist, auch in Bezug auf Angststörungen. Hans-Christoph Koch stellt Ihnen jetzt eine Klinik vor, in der Erstaunliches passiert. Ist sie bereits ein Modell für die Zukunft? Bad Kissingen, ein Kurstädtchen im Bayerischen. Hier geht's katholisch zu. Am Rande des Kurparks die Klinik Heiligenfeld. Auf den ersten Blick eine psychiatrische Klinik wie jede andere. Therapien, Medikamente und Fachärzte. Doch jeden Morgen kann sich, wer möchte, einer Meditationsgruppe anschließen. Meditation nicht als modische Geste, sondern als Teil der Therapie. Und wir können dem folgen mit unserem Bewusstsein und versuchen, die Stille hier und jetzt erfahrbar werden zu lassen. Um leidvolle Erfahrungen überwinden zu können, muss man sich von ihnen lösen und zu einer neuen Achtsamkeit gelangen, zu einer neuen Bewusstheit des eigenen Selbst. Das Einbeziehen dieser unorthodoxen Methoden in die Behandlung bezeichnet man hier als transpersonale Psychotherapie.
Jemand hat es so definiert, dass wenn man transpersonale Psychotherapie macht, löst man sich nicht vom Menschen oder Menschsein in irgendetwas Außermenschliches hinein, sondern man lässt dieses über den Menschen Stehende, vielleicht uns auch Tragende, zu uns herein. Und die herkömmliche Psychotherapie stellt das in Abrede, meint, das sind Dinge, da soll sich der Pfarrer oder sonst jemand drum kümmern. Und es wird dann oft nicht oder meist nicht aktiv angesprochen. Der Patient soll lernen, dass auch er Teil eines großen Ganzen ist. Unter all seinen Verkrustungen und Verwerfungen besitze jeder wertvolle Kräfte, die helfen, die Persönlichkeit zu gestalten. Jeder ist verbunden und aufgehoben in einer Art Ozean des Seienden, der Schöpfung. Das Akzeptieren dieses Gefühls führt den Patienten weg von krankheitsauslösenden Fixierungen. Er lernt, dass auch die Bereiche, die das alltäglich Menschliche überschreiten, zum Wesen des Menschen gehören. Hat man diesen Perspektivenwechsel mal verstanden von der Angst um das eigene individuelle Sein hin zu dem großen Ganzen, dem wir angehören, dann ist leicht nachvollziehbar, dass damit bestimmte Ängste einfach verschwinden und man aus einer Hektik heraus in eine Ruhe hineinkommt. Auch im Ritual des Wiegens soll diese Erkenntnis erlebbar werden. Loslassen können, sich anderen anvertrauen. Die Vorstellung, immer alles selbst anpacken und alles aus eigener Kraft herausmeistern zu müssen, soll über Bord geworfen werden. So kann das Vertrauen wachsen, Dinge einfach geschehen zu lassen. Viele Patienten sind aber Getriebene, verfolgt von ihren Ängsten, auf der Flucht. Sie sind orientierungslos gefangen in einem Teufelskreis und in permanentem Stress. Für viele ist es eine Frage von Leben oder Tod geworden. Woher kann auch ihnen wieder Hilfe erwachsen? Durch die Aufklärung, durch die industrielle Revolution in Europa ist vieles von den Traditionen, die ich mal sagen will, mystisch und mythisch nennen, verloren gegangen. Wir müssen das reimportieren und tun es auch. Viele Amerikaner und Europäer haben sich ja über 30 Jahre mittlerweile dem Osten zugewandt. Buddhistisches Gedankengut ist jetzt doch ziemlich allgemeingut geworden. Die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich feierte vor kurzem ihr 150-jähriges Jubiläum und lud zu einem Symposium zum Thema Angst und Furcht ein. Prominentester Gast: der Dalai Lama. Der Westen könne in Sachen Angstbewältigung vom Osten vieles lernen, so die Wissenschaftler. Gesucht seien heute Vorbilder, die den Menschen helfen würden, Furcht und Ängste zu überwinden. Ein solches Vorbild sei das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus. Der Dalai Lama erklärte, dass nach buddhistischer Auffassung Angst auf einem falschen Verständnis der Realität beruht. Das Festhalten an der Idee eines autonomen Ichs mache uns von diesem abhängig. Dabei sei es gerade dieses Ego, das so verletzbar sei und wie ein Magnet das Leid anziehe. Zum Schutz unseres Ichs würden wir eine Scheinrealität aufbauen, aus Macht, Erfolg, Schönheit oder Intellektualität. Wer diese Illusion erkennt, befreie sich von der Angst, die mit der Bedrohung des Ichs verbunden ist. Mussten sich vor Jahrzehnten spirituell Suchende noch auf die Reise zu den fernöstlichen Klöstern machen, so sind diese Wege heute auch in Europa verfügbar. Mystik und Spiritualität waren vor Jahrhunderten auch im Christentum zu finden. Bekämpft von der Amtskirche gerieten sie jedoch immer wieder in Vergessenheit. So schürte die Kirche selbst die Ängste ihrer Gläubigen. Und heute finden viele an der Welt Leidende in der Kirche keine Lösung mehr für ihre Probleme. Die Tradition, dass Spiritualität ein Weg zur psychischen Heilung sein kann, wird jetzt durch andere umgesetzt. Und vielleicht noch eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass wir von Anfang an Psychotherapie mit Psychosepatienten durchgeführt haben. Das kann man auch in Wirklichkeit nur hinkriegen, indem man menschliches Leid in etwas Größerem verankert und aufgehoben sich vorstellt. Denn eine Psychose ist keine einfache Geschichte, es ist ein Zerfall einer Persönlichkeit. Und dennoch wagen wir es,
In Einrichtungen wie der Klinik Heiligenfeld vertraut man darauf, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, mit seinen Ängsten umzugehen. Selbstwirksamkeit nennt man es hier. Vorausgesetzt, man ist bereit, diesen Weg der Arbeit am Selbst auch zu gehen. Herr von Brück, Sie praktizieren ja selber Zen-Meditation. Wie sieht denn dieser Weg des Buddhismus aus, aus Angst herauszufinden? Also zunächst das Faszinierende am Buddhismus, aber auch am Hinduismus und auch den alten christlichen Kulturen, die eben angesprochen wurden, von der Mystik und noch weiter zurückgehend, ist ja dies, dass man dort erkannt hat, und zwar durch Experiment, durch Selbstexperiment, dass die Art und Weise des Denkens, des Fühlens, des Bewertens, wie Herr Hüther am Anfang sagte, nicht etwas ist, was uns vorgegeben ist und was so ist, wie es ist, irgendein reales, sondern was wir gestalten und gestalten können. Das heißt, nicht nur die Inhalte unseres Denkens sind etwas, was wir im Laufe unseres Lebens lernen und lernen sollen, sondern die Art und Weise, wie wir denken, einschließlich fühlen, bewerten, urteilen und so weiter. Und diese Traditionen, die mystischen Traditionen oder spirituellen Traditionen, ganz besonders der Buddhismus, haben nun erkannt, dass es ein systematisches Training geben kann und geben soll, in dem das Bewusstsein gleichsam sich nochmal aus sich selbst heraussetzt, sich selbst erkennt und seine eigene Funktionsweise, jetzt nicht durchs Experiment in der Röhre und bildgebende Verfahren, sondern durch eigene Übung kennenlernen kann. Und im Verlaufe dieser Übung, Übung der Achtsamkeit, der Atemmeditation, der Wahrnehmung des Körpers und so weiter, im Verlaufe dieser Übung lerne ich, dass es ein solches Ich-Zentrum, wie der Dalai Lama eben sagte, ein solches Ich tatsächlich nicht gibt. Sondern es gibt immer wieder neue Prozesse, die sich spiegeln können, die sich anschauen können. Ich kann immer noch mal aus mir selbst heraustreten. Ich kann das, was ich jetzt Ich nenne, immer noch mal denkend von außen anschauen. Und jeden einzelnen Prozess, den ich diesem Ich auch zuschreibe, ebenfalls. Nun komme ich in eine Tiefenerfahrung, durch die Beruhigung der Gedanken, durch die Beruhigung der Gefühle, durch das Nichtbewerden, in der plötzlich, und das ist nun im Zen-Buddhismus ganz besonders betont, in der plötzlich alle Widersprüche, alle Gegensätze zusammenfallen und das, was mir als widrig oder widerwärtig oder sinnlos erschien, plötzlich im Gesamtrahmen einer Bewusstseinswahrnehmung als sinnvolles Ganzes erscheint. Und das ist, kann man die Erleuchtungserfahrung oder wie auch immer nennen. Die christliche Tradition hat es die Gotteserfahrung genannt. Im Übrigen, den Begriff, den ich jetzt eben gebraucht hatte, Zusammenfall der Gegensätze, ist ein Nikolaus Begriff aus der christlichen, genau, Nikolaus von Kurs, die Coincidentia Oppositorum. Und er sagt, dieser Zusammenfall ist das, was das Bewusstsein noch lernen kann, was durch Denken, aber auch durch nicht irgendwelches Denken, sondern ein kontemplatives, meditatives Denken möglich ist. Und jenseits dieses Zusammenfalls der Gegensätze, wie er sagt, jenseits der Mauer, das ist das, was wir Gott nennen. Herr Clausen, wir haben ja weitgehend bei uns im Westen einerseits diese Techniken, Kulturtechniken, sage ich jetzt mal, ob es eine Religion ist, kann man ja drüber streiten, vergessen. Andererseits übernehmen wir sie jetzt im Moment aus dem Osten. Wenn Sie das hören, und Sozialphilosophie, Sozialwissenschaft ist ja gebunden an diesen Begriff des Subjekts, des Ichs und so weiter. Wenn Sie das hören, stellt das im Grunde genommen die Art und Weise, nicht nur wie wir umgehen miteinander, was wir für kulturelle Techniken haben, sondern auch die Theoriebildung in Frage? Nun gut, das Subjekt ist ja nicht auch nur eine Erfindung, es ist nicht nur eine Fiktion, sondern es ist eine reale Fiktion. Und damit haben wir es mit den Widersprüchen dieses Ichs zu tun. Und damit beschäftigt sich auch die Meditation, beschäftigt sich auch mit diesen Widersprüchen. Und vieles gibt es da, was sich miteinander berührt. Aber sozusagen, das ist die gesellschaftliche Realität, mit der die Sozialphilosophie begonnen hat. Die gesellschaftliche Realität war eine Realität der Moderne, in der eben dieses Ich, und mit dem beschäftigen wir uns ja auch hier in dieser Sendung, nämlich mit den Problemen, die dieses Ich hat. Nur das falsche Versprechen, auch das hat im Grunde genommen die Sozialphilosophie kritisiert. Das falsche Versprechen, nämlich, dass dieses Ich alles aus sich alleine hervorbringt und alles auch alleine leisten könnte. Und da stimmt etwas nicht, da stimmt der ganze Zusammenhang stimmt nicht. Und das hat eigentlich im Grunde genommen angestoßen, in kritischer Reflexion darüber nachzudenken. Nun kann man sagen, nicht,
welche Möglichkeiten der kritischen Reflexion gibt es? Es gibt es, dieses in dieses Gefängnis, dieses Ichs eingesperrt zu sein. Aber es gibt auch etwas, darüber hinauszugehen, darüber nachzudenken. Und nicht alle müssen das Gleiche tun, glaube ich. Also Meditation ist eine Sache, aber Reflexion ist auch ist eine andere Sache, Reflexion in gesellschaftlichen Termini. Vielleicht sind die Aussagen, die wir treffen können in den gesellschaftlichen Termini, beschränkter und damit auch bestimmter. Aber wir können auch Möglichkeiten nämlich von falschen Versprechungen, damit auch im Grunde genommen genau bezeichnen. Nehmen Sie mal ein Beispiel, ich versuche es mal konkret zu machen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen der Meinung sind, sie dürften keine Fehler machen und es müsse alles perfekt sein. Das nehmen wir alle so hin, Kinder wachsen in diese Gesellschaft so hinein und es ist eine kollektive Überzeugung, die sich auch in den Köpfen der Einzelnen regelrecht festgefressen hat. Jetzt kann man sich aber genauso noch mal hinstellen und sagen, ist denn das überhaupt wahr? Ist denn das überhaupt eine richtige Vorstellung? Und dann stellt man sehr schnell fest, mein Gott, welchem Unsinn sind wir hier angehangen? Denn, das sagt dann auch der Hirnforscher, ohne dass man Fehler macht, kann man nichts Neues lernen. Es ist das Schönste, was uns passieren kann, dass die Welt noch nicht perfekt ist, dass nicht alles richtig funktioniert. Schade, dass meine Lehrer das nicht gewusst haben. Und dass man ab und zu einen Fehler machen kann. Ja? Ich würde gerne zwei Dinge sagen. Eins dazu und eins zu dem, was Sie sagten, Herr Clausen. Das, was Sie eben sagen, Herr Wüther, ist ja keineswegs neu in unserer Kultur. Es ist im Grunde genommen das, was das Christentum mit dem Wort Evangelium meint. Und gerade der Protestantismus hat in seiner Geschichte darauf größten Wert gelegt. Du kannst dir nicht das Heil, also die Vollkommenheit oder das, was immer, selber geben. Du kannst dich nicht perfektionieren, vollkommen jedenfalls. Du kannst besser werden natürlich. Aber du kannst dich nicht perfektionieren, sondern das kann nur dir auf dich zukommen. Nun ist das alles in religiöse Sprache und eine Sprache eingekleidet, die heute kaum jemand versteht. Aber die Struktur ist genau die, ich kann eben nicht selbst letztlich ich sein, sondern kann es nur, indem ich mir mein Leben, ein bisschen blumig gesagt, religiös gesagt, schenken lasse. Ich verdanke mich nicht mir selbst, sondern meinen Eltern, letztlich dem ganzen Universum. Das ist die protestantische Tradition und die wurzelt ja wiederum in der Mystik. Das weiß man heute kaum noch, dass Luther mit solchen Gedanken ganz stark in der dominikanischen Mystik eines Tauler und dann auch Meister Eckhart wurzelt. Die protestantische Tradition selber hat das verdrängt. Zweiter Punkt noch. Der zweite Punkt. Bald am Ende. Der zweite Punkt, ganz schnell. Ich kann Ihnen ganz und gar zustimmen zu dem, was Sie sagten. Meditation bedeutet nicht, die kritische Reflexion aufzugeben. Ganz im Gegenteil. Und im Kontext unserer sozialen Zusammenhänge gibt es natürlich ein Ich, auch im Buddhismus, ein konventionelles Ich, wie man sagt. Aber das ist eben kein letztgültiger Zusammenhang. Auch dieses Ich nicht löst sich auf, sondern ist eingebettet in einen universalen Zusammenhang, den ich nicht benennen kann, den ich aber sehr wohl in einer tiefen Bewusstseinserfahrung erleben kann, wenn ich mich also gerade auch diesen Übungen und dieser Praxis lange genug und mit Hingabe und Vertrauen aussetze. Und das lernen heute viele Menschen, nicht als Theorie, sondern als tatsächliche Erfahrung. Das ist das Faszinierende. Und ich glaube, dass dadurch auch Angst überwunden werden kann. Dann bedanke ich mich sehr bei Ihnen, dass Sie da waren, allen. Sie haben, meine Damen und Herren, vielleicht eine Idee bekommen dafür, was jenseits von Medikamenten, jenseits von Verhaltenstherapie und vielen anderen Möglichkeiten, die es gibt, mit Angst umzugehen, auch eine Möglichkeit ist, nämlich das, was Herr von Brück zum Schluss ansprach. Das war's für heute bei Delta, unsere Literaturliste. Viele interessante Links zum Thema, alle Gespräche dieser Sendung, übrigens auch der vergangenen Sendung, die finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.dreisat.de/delta. Ich bedanke mich herzlich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Die nächste Sendung können Sie wieder in 2 Wochen sehen. Bis dahin, tschüss und eine gute Zeit. Mondlandung.